Das hier geht mit Kerberos, aber ich habe doch Kerberos schon besiegt. Das stimmt überhaupt nicht, ihr müsst nicht zugucken. Miss Tazzi. Danke, André, für deine 600 Bits. Wie gesagt, es ist halt eine gewisse Ubisoft-Formel, die Welten relativ voll zu pappen. Aber wenn man das nicht mag, dann spielt man halt einfach die Geschichte durch. Danke, Bleacher, für dein Prime-Abo in diesem Monat. Vielen Dank. Und dein Text wurde zweimal gepostet, weil er zuerst nicht durchkam wegen irgendeinem dämlichen Wort. Der Bot denkt manchmal, Leute würden schimpfen, wenn die gewisse Wortphrasen reinsetzen. Auch wenn es nicht so ist. Nochmal danke für die 700-Bit, André. Da ist jemand scharf auf Hype Train. Was Proof spielt, Spiele, er kommentiert nur, was er gerade sieht und jemand anderes spielt die Spiele. Ach, wenn das mal so wäre. Das wäre ein Traum, ey. Da könnte ich einfach während des so tun, dass man spielt, irgendwie die ganze Zeit fressen und müsste nur ab und zu was machen und könnte nebenbei mit meinem Witzebuch aus den 80ern einfach die ganze Zeit ganz schlechte Phrasenwitze machen. Ah ne, das macht ja schon jemand anders mit G-Punkt. Meinst du, es geht mit der Story, ohne alles durcharbeiten zu müssen? Ja. Also du musst ja nicht 100% machen, um, sag ich mal, jeden Gegner zu besiegen. Ja, da drüben muss ich zwei hinkriegen. Och nee. Ach, geht doch. Guten Abend, Rowdy.
Also wenn das jetzt so nicht geht, habe ich glaube ich schon gesehen, wie es anders gehen könnte, theoretisch. Dass man den auf das... Also da ich den Festen erst rüber mache... Ach nee, das würde auch nicht funktionieren. Das muss so klappen irgendwie. Ja, kacke. Was im Spiel geht, ist nicht cheaten. Da wird mich die andere Hälfte hochfahren. Wird auch zu weit weg sein. Meine Geisterstatue habe ich auf der anderen Seite schon eingesetzt. Holzkisten gehen durch Schmerzen kaputt, ja. Weißt du, was das wahrscheinlich ist? Die Holzkiste muss ich mitnehmen. Der hier geht zwar auch kaputt, aber der wird in zwei kleine Teile zersplittert. Ah, und die reichen noch, alles klar. Da muss ich die Holzkiste weiter rübernehmen nach Norden. Die taucht wieder am Anfang auf.
Die Jugend von heute ist halt noch oberflächlicher als wir damals. Was? Wird man heute nicht mehr verprügelt, wenn man die falschen Klamotten zur Schule trägt? Es gibt auch gute Jugendliche, also es sind ja nicht nur Negativbeispiele. Aber die guten Jugendlichen gucken mich nicht. Ah doch, die guten Jugendlichen gucken mich, die schlechten Jugendlichen gucken mich nicht. Streamer beleidigt seine paar 14-jährigen Zuschauer. Nein, es gibt auch etwas, ein paar Leute, die etwas jünger sind, die ab und zu reinschauen. Aber ja, auch ältere Herrschaften eines gediegenen, besten Alters sind hier auch gern mal. Ich das hasse schon. Die jungen Zuschauer, die immer mal reingucken, leisten ihre Sozialstunden damit ab. Wenn es mal so einfach wäre. Ja, Kacke. Ich hätte das Ding erstmal da drauflegen müssen. Ja. Mit 22 bist du doch schon am Ende deiner Lebensspanne angekommen. Wenn ich nicht so viele künstliche Organe hätte, könnte ich ja gar nicht mehr leben. Ein verrückter Wissenschaftler hat mich zusammengezimmert. Und was habe ich wieder nicht gefunden? Ach, da oben ist die separate Kiste.
Ich denke mal nicht, dass ich von da drüben bis nach da hinten fliegen kann. Ach, Kacke. Vielleicht taucht hier irgendwas auf, wenn ich... wenn ich die letzte Verbindung mache da oben, aber... Aber es sieht nicht so aus, als wenn ich dahin jetzt irgendwas großartig verändert hätte. Das hat irgendwas damit zu tun, da rechts ist ja die Anhöhe und da oben ist nochmal ein Schalter. Da ganz oben. Da. Oh, es gibt keinen Zoom! Ist tatsächlich eine Pflegefachkraft. Jo. Wir haben wieder Zeit, den Schwamm zu holen und mich ein bisschen sauber zu machen unter den Achseln. Was? Ich muss doch noch nicht ausgezogen werden. Ich bin groß genug, ich kann mich selbst ausziehen. Aber mit der Brause kannst du mich mal abspritzen, wenn ich mal wieder kacken war. Bitte, ich verstehe nicht. Ach so. Ja, es könnte passieren. Ich weiß, weil ich voll real bin und das den Leuten auch erzähle. Spiel mit Niveau. Ah!
Oh, wer hat ein Geschenkabo verschenkt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Danke nochmal. Ich sehe es gerade beim Abschluss des Hype Trains. Muss aber sagen, dass mir das wirklich gerade ein bisschen entfallen ist, das zu sehen. Priester von Apollon? Ach, hey, du! Was machst du denn hier? Du weißt schon, Prophetis, Prophetas. Ja, seit deiner Prophezeiung habe ich so viel gelernt. Ich habe so viele Fragen. Oh Mann, alle haben Fragen. Bei dieser kleinen Göttin musste ich mir den Mund fusselig reden, damit sie mich in Ruhe lässt. Heldengestalt hier, Heldengestalt da. Athena? Du meinst den Vater Helden? Das war eine Prophezeiung? Naja, keine richtige. Nicht so ein abgefahrenes Zeug wie das, was bei dir passiert ist. Aber sie wollte einen Plan. Also habe ich mir was ausgedacht. Ausgedacht? Aber wenn der Heldenpfad nur ausgedacht ist, wie soll ich denn an den Stab der Zeit herankommen? Oh, versuchst du das etwa wirklich? Es gibt gar keinen Stab der Zeit, oder? Aber ich war die Heldengestalt. Das sollte mein Schicksal sein. Vielleicht. Aber weißt du, manchmal passieren die Dinge aus einem Grund, den wir nicht verstehen. Verstehst du? Eine falsche Prophezeiung kann trotzdem dein echtes Schicksal sein. Wer weiß das schon? Ein Orakel? Ja, viel Erfolg, wenn du eins suchst. Naja, gut, ich gehe dann mal. Ja, man sieht sich. Bis dann. Meinst du? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Tja, du dachtest, ich dachte, der Stab der Zeit sei echt reingelegt, Prometheus. Mhm. Du warst es, der getäuscht wurde. Wie kann das sein, wenn ich die Geschichte erzähle, in der die Täuschung aufgelöst wurde? Ich habe den Stab der Zeit benutzt, um die Geschichte so zu ändern, dass es ihn gar nicht gibt. Was hat Phoenix vor? Also theoretisch kann ich schon nett sein. Ich habe auch eine harte Schale manchmal. Das Orakel wusste auch am Anfang nichts Besonderes. Warum sind hier Feinde? Hier ist mein Tränke-Mix-Bereich. Normalerweise stehen hier keine Feinde rum. Tatsächlich kümmert sich ja gut um Pflanzen, deshalb kann ja sein, dass mein weicher, fauler Kern eines schönen Tages wieder normal ist.
Ach ja, das war die Truhe, die ich letztes Mal schon nicht gefunden habe, die hier drin ist. Och Hund, wo willst du denn schon wieder hin? Jetzt bleibt da einfach liegen. Ach, da ist die Truhe. Eher gehe ich in Rente als Proof, anstatt als Proof nett wird. Vielleicht wäre ich ja nächstes Jahr nett. Und ja, ich sag ganz bewusst nicht so häufig, Digga. Das sehe ich mir auch für Kassiererin bei Aldi. Mein Vorsatz fürs nächste Jahr war schon mal, dass ich netter sein will. Hat in etwa 5 Minuten gedauert, bis ich Jordi im neuen Jahr beleidigt habe. Ich meine, die Wahrheit gesagt habe. Vor allem war ich im öffentlichen Schulsystem. Das ist wie Ghetto. Geht weg, ihr Hühnchen. Hast du Jordi schon mal in echt gesehen? Was? Das ist ein Mensch? Ich dachte, Jordi ist eine KI oder Bot, die mir von irgendjemand, der mich hasst, entgegengeschleudert wurde. Doch, ich komme vom Land. So wie Tatsi das gesagt hat im Chat. Ich wohne so weit weg von der Innenstadt, dass sich... An sich gibt es keine Möglichkeit, zu mir zu kommen vernünftig. Also jedenfalls nicht mit Bus und Bahn. Soll sich eigentlich gegen also in 2 Steine zerbrechen? Kann mir jetzt auch erstmal egal sein. Oder ist der Stein schwer genug, dass der als ein großer gilt? Also beziehungsweise als 2 von den kleinen Dingern hier. Nee.
Aber Jordi wird jetzt im neuen Jahr ganz lieb und nett. Der hat ja schon mal angefangen mit seinem guten Vorsatz. Keine Sorge, es hält nicht lange. Oh, komm schon. Wieso? Der soll einfach den anderen ablegen. Bitte sei mehr als ein Stein, dankeschön. Und willst du schon wieder runter? Theoretisch hätte man so machen können, dass man erst unten die Steine anlegt und dann oben die Steine. Und dementsprechend beide Schalter bedient. So, was ist das für ein hässlicher Helm? Plus 48% Schaden für 6 Sekunden nach Todesstoß. Die Farbgebung der Items, deshalb gibt es ja auch für jedes Item 4 unterschiedliche optische Anpassungen, die du finden kannst, wenn du alles erfarmst, wenn du lustig bist. Athena machte den Sterblichen viele Geschenke. Mit dem Tempel der Athena revanchierten sich die Sterblichen. Endlich sagst du etwas Sinnvolles. Sterbliche sind kaum für etwas gut, aber Geschenke mag ich. Und Proof hat alle Farben, weil er macht ja 100%. Das ist noch nicht geplant. Ich mach gern zwischendurch immer mal hier ein paar Sachen mit von nebenbei. Glaube ich, will ich 100% mache hier, ist noch ein bisschen in den Sternen. Boah.
100% Skill ausgepackt. Digga. Nein, Immortal Phoenix Rising ist ein bisschen kürzer als Valhalla, obwohl es auch viel zu tun gibt hier in der offenen, also in der offenen Welt. Trotzdem kann man das schneller schaffen, was auch okay ist. Ist eigentlich von der Spielzeit, finde ich, das bessere Spiel. Man muss ja nicht alles immer so zuballern. Obwohl sie sich natürlich ein bisschen wohl an Zelda orientiert wollten. Wo du ja auch sehr viel Zeit investieren kannst. Verdammt, ich bin nicht fett genug. Und ja, das kann ich nachvollziehen, warum Valhalla dich nervt, weil das so langgezogen ist. Aber dasselbe Problem hatte auch schon Odyssey. Ich fand, bei Origin war es noch perfekt. Also Origin fand ich von der Spielzeit und alles und von den Geschichten fand ich sehr gut. Weil die letzten beiden waren halt einfach total aufgebläht. Was halt auch unnötig ist. Warum will man das 10.000. Mal an irgendeiner Stelle auf der Karte Steine stapeln? Ha!